Musikern ist einfach eine Leidenschaft für uns geworden hier in Hamburg, aber auch für mich vor allem. Das Organisieren macht mir sehr viel Spaß und die Tischfußball-Weltmeisterschaft ist was ganz Besonderes irgendwie. Also letztendlich hat es Rico uns eingebrockt, dass die Weltmeisterschaft irgendwie nach Hamburg kommt. Und dann konnte ich nicht Nein sagen. Hast du kurz einen Moment Zeit? Eine Minute? Es gab so eine Durststrecke der Motivation, so ab einem Monat vor der WM, weil es da wirklich, wirklich zeitintensiv wurde und immer neue Probleme hochkamen. Und da haben wir uns ganz klar gesagt, wir ziehen das jetzt einfach durch, wir haben das zugesagt und wir wollen uns damit auch irgendwo ein Denkmal setzen. Das passiert jetzt einmal für die nächsten 10 Jahre und das machen wir jetzt mit und das Team ist einfach super. Wir haben ungefähr so 100 Volunteers und vom Sehen kannte ich alle, inzwischen kenne ich alle mit Namen. Ja. Losgefahren sind wir um 9 Niederbayern, da wo es hergestellt wird. Dann haben wir im Lastwagen geschlafen und heute in der Früh aufgestanden und hergefahren, dass wir pünktlich da sind. Also wenn man da zusammenhält beim Abbauen und beim Aufbauen, dann geht es eigentlich ruckzuck. Nele wird da sozusagen, die weiß Bescheid, ich bin da auch dabei, aber da bräuchten wir jetzt dann noch 3 Helfer für den Teppich verlegen. Nils wird das Lager koordinieren, Schilder-Wegeleitsystem, das macht alles Nina und Svenja. Ihr seht schon, wir versuchen halt hier in diesem verwinkelten Kampnagel so gut wie möglich die Informationen preiszugeben. Ich denke, am ersten Tag ist es wichtig, dass wir den Spielern und den Gästen halt zeigen, wo was ist. Dann würde ich sagen, let's go! Es läuft jetzt gerade alles echt gut. Die ersten Poster hängen, die ersten Infoschilder hängen. Ich glaube, wir sind im Zeitplan und ich freue mich jetzt einfach. Und es ist total schön, jetzt irgendwie das auch zu sehen, woran wir jetzt irgendwie wirklich jahrelang gefühlt gearbeitet haben. Es ist jetzt einfach echt total cool. Es sind total viele Leute hier aus irgendwie ganz Deutschland und international. Ich bin total happy. Ich plane, wo was in die Kühlschränke kommt, was am meisten Sinn macht und wo wir alles unterbekommen. Ich glaube, die meisten von uns planen das Event zum ersten Mal in so einer Größenordnung. Und da wird einiges schiefgehen. Das ist einfach in der Natur der Sache. Und das wird dann unsere Aufgabe sein, das möglichst aufzufangen. Ist bei euch alles gut, Sven? Ach, ihr macht Tischnummern, oder was? Ah, ihr bereitet schon vor, sehr cool. Super, danke. Ah ja, immer, für dich immer, Henna. Jetzt kommt's. Warte kurz. Ah, wie siehst du, ihr seid perfekt, ich wollte nämlich gerade mal den Fluchtplan mir angucken. Das hier ist ja die K2. Und wir haben jetzt die Tür aufgemacht. Die Tür war eh für den Fluchtplan nie relevant, sondern die beiden. K1 ist so gut wie fertig und Fahnenfleck dekoriert auch schon. Die K4 HBT ist noch nicht da, aber die könnten auch schon dekorieren. Das sind nur die Tische stehen so ein bisschen kreuz und quer. Donc toi tu gères ça, et tu me vois ça tout à l'heure et puis on va équipe et puis on fait les parties, ça marche. Tout à fait. Donc là je vais faire semblant de travailler. Ja, im Kindergarten stand der erste Tisch. Da gezockt vor 3,5 Jahren angefangen mit Liga und Turnieren und ja, jetzt schiebe ich Tische bei der Weltmeisterschaft in der Nähe. Da ich ja jetzt kein Programmierer bin, habe ich es jetzt heute gelernt von Peffi auf dem Weg zum Edeka, dass wir eine Alpha-Version haben. Ich als Laie dachte jetzt so, gut, Alpha bedeutet, ja, das ist halt das Ding, das abschließende Teil. Also, und Beta ist immer noch so zum Testen. Aber nein, für alle, die sich so wenig auskennen wie ich. Ja, zeig mir noch was. Guck mal, da, My Games. Drück mal auf My Games. Nee, dann zeige ich nur, wie ich verloren habe. Das möchte ich nicht so gerne. Du sollst ja nur die Liste zeigen, Alter. Ja, die ist ja noch nicht, das ist ja noch ein bisschen buggy. Da kann man davon ja nicht zeigen. Das sieht man doch, das Alpha. Da sind doch die Bilder fehlen noch vom Tisch. Aber die Spielernamen sind schon da. Meine App, die ich programmiert habe, soll den Spielern verhelfen, im Turnierablauf Informationen bekommen zu können, an welchem Tisch müssen sie spielen, zu welcher Uhrzeit, gegen welchen Spieler. Und auf der anderen Seite können sie auch nachschauen, an welchem Tisch gerade andere Begegnungen stattfinden, um vielleicht da auch zuschauen zu können. Ist das der Beleuchtungstisch? Nee. Nein, das ist jetzt der weiße Tisch. Das ist der DTB. Der hier. Ist das jetzt eingefräst? Ja, genau. Das ist jetzt eine Beleuchtung an der Seite mit Fräsung. Und Beleuchtung im Tor und vom Ballauswurf. Also das ist so eine diffuse Hintergrundbeleuchtung. Also ja. Du kannst jetzt da mit dem Netzteil machen, du steckst das Netzteil ab, nimmst einen Akku, wir haben jetzt da einen Akku dabei und steckst den Akku einfach da
und konnten da ohne Strom uns betreiben. Wow. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Du, ich bräuchte für eure großen Kühltruhen, diese Metalltruhen, die wir da hinten haben, da bräuchte ich mal einen Schlüssel für. Da kommt gleich der Eislieferant. Eiswürfel gehören natürlich dazu, ne? Kalte Getränke brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben genug Kühlschränke und so, aber gerade was dann den späteren Abendverlauf angeht, brauchen wir auf jeden Fall Eiswürfel. Und das kriegen wir jetzt. 100 Kilo Eis sollte erstmal reichen. Moin. Also es läuft alles. Wir haben ja einen super Plan gemacht vorher. Das ganze Team hat da wirklich jede Minute geplant und eigentlich sind wir gut in der Zeit so. Aber jetzt ist es eben so, dass das einfach kribbelt. Das ist schon ein Unterschied, weil es ist eben Kicker-Weltmeisterschaft. Wir haben eigentlich hier Theater, hauptsächlich Tanz, Konzerte und so. Das Gelände wandelt sich innerhalb von 3 Tagen, wie du selber siehst, erkennt man das. Morgen, wenn du hier kommst, erkennst du das gar nicht mehr. Erwarten wird uns wahrscheinlich so ein Nonplusultra des Tischfußballs. Es wird halt der größte World Cup aller Zeiten sein, mit rund 800 Spielern. Diese Motivation, dieser Enthusiasmus, der ist genial von allen Leuten, die hier mitmachen. Und das ist so ein schönes Feeling, es macht Spaß. Du bist doch gerade angekommen, die kannst du jetzt schon gestresst sein. Ja, voll anstrengend. Und so. Ja. Wenn wir schwarzes Panzertape nehmen, könnten wir das hier einfach so dran. Ich glaube, das ist der einfachste Weg. Ich glaube, Panzertape kriegst du nicht ab, das solltest du eigentlich nicht abziehen. Nee, das ist gleich genug. Wisst ihr, wo ich das schwarze Panzertape kriege? Ja, V6. V6. So, die einfache Lösung. Wir sind gut in der Zeit, wir sind fast mit allem fertig, bis auf die paar Tische, wo die Lager fehlten. Sonst haben wir alles durch, wir sind schon so gut wie fertig. Nicht mit Nerven, sondern mit der Arbeit. Und morgen früh um 8 geht's hier los. Das ist ja pünktlich, du. Echt klasse. Es ist so viel los und es ist sehr gruselig und deswegen müssen wir erstmal ein bisschen ankommen und gucken, was wir spielen. Dieses Event hier in Hamburg, das ist natürlich das allergrößte, großartige Organisation. Die Tische, die Leute, die von überall herkommen, die Trikots, die Sprachen, die man hört, das geht von China, Amerika natürlich ganz groß und alle Europäer sind hier. Das macht richtig Spaß. Du stehst ganz vorne beim allerersten Eingang von der Kasse. Der Haupteingang, wo genau, du auf das die Tribüne hochgehst. Das ist die Tribüne. Wir haben 3 Eingänge vom Foyer. Mhm. 3 Leute. Einer in der Kurve, einer in der Mitte, einer hier. Zuschauer dürfen hier auf keinen Fall durch. Die sollen alle jetzt den anderen Eingang benutzen. Stefan, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt gleich schon vor und leiten die über die mittleren Tribünen. Okay. Die Spieler kommen schon da. Hier soll nun niemand mehr durch. Okay. Ladies and gentlemen, the 2017 ITSF World Cup of Table Soccer opening ceremony is about to get underway. 36 Nationen werden sich in den Damen, Herren, Junioren, Senioren und der Rollstuhldisziplin messen. Wir sind stolz, die besten Spielerinnen und Spieler der Welt hier begrüßen zu dürfen und freuen uns auf spannende Begegnungen.
Players Ring. Veranstaltung hier unglaublich. Also angefangen bei der ganzen Masse an Menschen, die hier zusammengekommen sind, um leidenschaftlich Tischfußball zu spielen und zu schauen und anzufeuern. Und dann dazu diese ganze Organisation. Also wer hier alles im Hintergrund mithilft, das fällt gar nicht so auf. Aber diese ganzen einzelnen Teams, die die ganze Organisation der Turnierleitung übernehmen, die die ganzen Tische immer an die richtigen Positionen bringen und wer weiß was. Also das ist fantastisch, was da an Arbeit im Hintergrund geleistet wird. Der erste Tag ist halt eh immer ein bisschen schwierig, bis alle sich so reingefunden haben, sowohl die Spieler als auch wir. Und ab dem zweiten Tag rennt es dann richtig. Diese Eingewöhnungsphase hat man immer. Für uns als Side-Event überhaupt bei so einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, so ein Jugendturnier, dass die Kinder und Jugendlichen das hier auch sehen können, das freut uns natürlich tierisch. Also ist völlig egal, aus welchem Land man kommt, ob man die Sprache spricht. Ne? Es geht einfach bildlich, man gibt sich die Hand, Fair Play und das ist echt cool. Relativ schnell hast du hier eine ganz gute Einheit und eine Community geschaffen, die sich halt alle untereinander helfen. Es ist schön, hier so ein Event zu haben in Hamburg und zu sehen, dass sich irgendwie, zumindest die Leute, die ich gesehen habe, sich alle wohlfühlen. 1, 2, 3! Geh du mal wieder einmal in die K2 und frag nach, ob die jemanden braucht für Scoring, dass einer stellt. Weil jetzt werden die Spiele halt immer mehr in Richtung K.O.-Phase immer spannender. Dann müssen halt irgendwie die Scores angezeigt werden. Das ist der geilste Job. Der geilste Job. Ja, weil du alle Spiele siehst. Das fetteste Event aller Zeiten auf die Beine stellen, was T-Shootball je erlebt hat. Ich glaube schon so nach den ersten zwei Tagen sagen zu können, das ist uns auch gelungen. Eine Wahnsinns-Weltmeisterschaft. Unglaublich, wie viele Spieler hier sind. Unglaublich, wie viele spannende Partien. Also es übertrifft alles. Ich stehe hier mit Nils Woltersdorfer, Jan Dralling-Eschweiler, ich bin selber Hannes Thieke und wir wollen uns erstmal recht, recht herzlich bedanken für all die Hilfe, die wir durch die ganzen Volunteers hier erfahren haben. Und ja, die Liste ist halt ewig lang. Also wir haben ein Dreivierteljahr irgendwie vorher angefangen, diese ganze Gruppe zusammen zu trommeln. Und ich könnte jetzt den Headstaff anfangen aufzuzählen. Nils, Hannes, Svenja, Nina haben unglaublich viel gemacht. Und Rico, Jörn Sieg, alle dabei, Niki, Peti, das sind alles Namen, Giuseppe jetzt, den wir noch kurzfristig kennengelernt haben aus dem Saarland. Ich kann da jetzt gar nicht alles weiter aufzählen, aber einen Spruch will ich sagen. Mareike, eine Volunteer von uns, die hat es auf den Punkt gebracht. Sie ist dabei, weil Kickern ihr so viel gegeben hat und sie will irgendwas zurückgeben. Und das fand ich echt klasse und da ist es mir kalt auch über den Rücken runtergelaufen. Ja, hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, weil großartig mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Und so viele Leute waren so motiviert. Also sie haben wirklich die Leute viele Stunden hart gearbeitet und das alles bei bester Laune. Also alle Leute waren wirklich immer gut drauf. Wenn es mal Probleme gab, war das immer recht gut und kollegial und freundlich gelöst. Also es war wirklich eine tolle Sache, eine super Erfahrung. Und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da mitzumachen. Und ich glaube, es bereut keiner von uns, dass wir das gemacht haben, auch wenn es phasenweise anstrengend war. Ja, das heißt also mit euch, und damit meinen wir alle Volunteers, die irgendwie irgendwann auf dieser WM irgendwas dafür getan haben, würden wir das jederzeit wieder tun. Vielen, vielen Dank.